Von Angesicht zu Angesicht mit Russlands Außenminister Sergej Lavrov in dieser Sonderausgabe von Politicking. Doch bei allem Respekt, Larry, ich kann nicht damit konform gehen, dass dies ein Bericht der ganzen US-amerikanischen Nachrichtendienstgemeinschaft sein soll. Wer interessiert ist kann den Artikel des ehemaligen US-Gesandten in Moskau Jack Matlock lesen. Darin beschreibt er den zur angeblichen russischen Einmischung verfassten Bericht und zeigt Unzulänglichkeiten, Ungenauigkeiten und Abweichungen bei dessen Erstellung. Diese haben sich zum Beispiel darin geäußert, dass in diesem Bericht die Meinung der militärischen Nachrichtendienste nicht zum Ausdruck kommt. Dieser Bericht ist von lediglich drei Behörden unterzeichnet worden, von einem ganzen Dutzend von Aufklärungsdiensten, die die USA haben und die normalerweise an allem beteiligt sein sollten, was sich die Meinung der gesamten Nachrichtendienstgemeinschaft der Vereinigten Staaten nennen darf. Dann habe ich einen Bericht des Senatsgeheimdienstausschusses gelesen in welchem versichert wurde, dass Russland sich in die Wahlen eingemischt habe, dass es Beweise gäbe und danach nicht ein einziger Fakt angeführt worden ist. Und dann wurde angekündigt, dass der Bericht in voller Länge wegen heikler Informationen der Geheimhaltung unterliegt. Das ist genau dieselbe Herangehensweise, die wir in unseren Beziehungen mit dem Vereinigten Königreich sehen, die uns vor zehn Jahren beschuldigt haben, einen ehemaligen Geheimdienstoffizier, der in London lebte, vergiftet zu haben, Herrn Litwinenko. Und das Gericht, bei dem beschlossen wurde, Russland trage die Schuld, war auch geheim. Nun läuft auch die Ermittlung in diesem Vergiftungsfall von Salisbury ab, ohne dass die der Öffentlichkeit klare Informationen gegeben wird, ohne dass uns irgendetwas gegeben wird, Zugang zu einem russischen Staatsbürger eingeschlossen und so weiter und so fort. Das greift gerade um sich, glaube ich. Und die Sache mit dem höchstwahrscheinlich und die Beteuerung, es gebe keine andere glaubwürdige Erklärung, werden gerade zu einer Regel, auf der die westlichen Freunde ihre Russlandpolitik zu gründen versuchen. Der letzte Vorfall in Griechenland geht ohne Zweifel in dieselbe Richtung. Highly likely, höchstwahrscheinlich. Nicht einen einzigen Fakt zeigt man uns. Und zurück zu den US-amerikanischen Wahlen. Ich habe einige Zeit in den Vereinigten Staaten verbracht. Ich glaube verstanden zu haben, wie dieses System funktioniert. Eineinhalb Jahre oder noch länger läuft die Ermittlung, laufen Anhörungen, Sonderermittler, Herr Müller. Und Dutzende Menschen nehmen an Anhörungen teil, werden verhört und alles, was die Öffentlichkeit zu hören bekommt, ist die Beteuerung, es sei immer wieder erwiesen worden, dass Russland sich eingemischt habe. Und man denkt immer noch darüber nach, ob diese Einmischung nun eine Auswirkung auf das Ergebnis der Wahlen hatte oder nicht. Und so weiter und so fort. Doch abseits dieser Beteuerungen gibt es nicht einen einzigen Fakt. Und wie ich das US-amerikanische System kenne, bin ich überzeugt, dass mit so vielen Involvierten die Anhörungen, wissen Sie, geschlossene, öffentliche, geheime, nicht geheime, es ist unmöglich, dass nicht ein einziger Fakt an die Öffentlichkeit durchgesickert ist. Immer noch nicht. Das US-System hat öfter... Informationslecks und sehr ergiebige. Und gerade bei einer Problemsache wie dieser, in die so viele involviert sind, ist es unmöglich, dass nicht ein einziger Fakt der Öffentlichkeit gezeigt wird auf die eine oder andere Weise. Also streiten Sie jegliche russische Einmischung kategorisch ab. Präsident Putin hat diese Problemfrage mehrmals angesprochen. Er hat nochmals bestätigt, vor wenigen Tagen sogar oder vor ein paar Wochen, dass die russische Regierung nichts damit zu tun hat, was bei den US-amerikanischen Wahlen abgelaufen ist. Wir haben vor einer Manipulation durch jemand anderes gelesen, Manipulationen der Webseite der Demokraten. Doch dieser Fakt, der übrigens nachgewiesen wurde, ist überhaupt nicht erwähnt worden bei keiner Diskussion dieses Problems der US-Wahlkampagne. Was wir gesagt haben, wir sind bereit, auf jede Frage zu antworten, die die US-amerikanische Regierung bezüglich dieser Problemstellung an uns richten könnte. Das ist sogar durch uns vorgeschlagen worden, als Präsident Putin sich vor einem Jahr mit Präsident Trump am Rande der G20 in Hamburg getroffen hat. Und wir dachten, es gibt eine Abmachung dass eine Expertengruppe sich regelmäßig treffen wird. Die US-Amerikaner würden alle Fragen offen auf den Tisch legen, die ihnen die russische Seite ihrer Meinung nach erklären muss. Und dann würden die Experten dies tun. Doch irgendwie ist die Abmachung wenige Tage nach dem Gipfeltreffen unter Druck seitens derer, die glauben, die US-Regierung sollte gar keine Fragen zur Cybersicherheit mit Russland besprechen, vertagt worden. Letztens gab es Signale, dass die US-Amerikaner bereit sind, diese Anstrengungen wieder aufzunehmen und wir wären bereit, alle Sorgenthemen der Cybersicherheit zu diskutieren, die die Vereinigten Staaten haben könnten. Apropos Cybersicherheit, Redefreiheit und so weiter und so fort. Wir sind besorgt, dass RT, das Ihnen nicht komplett fremd ist, zum Beispiel von der französischen Regierung als Einflussagent gebrandmarkt wird. Dieselbe französische Regierung hat einen Entwurf für ein Gesetz beim Parlament vorgelegt, nach welchem eine schwarze Liste von Medien, die sich der Verbreitung von Fake News verdächtig machen, zusammengestellt werden soll. Und noch schwerwiegender, diese schwarze Liste soll ergänzt werden, indem man auf Regierungsebene der Gesetzgebung eine Liste von Medien zusammenstellt, die den nationalen Cyberspace-Regulierungsorganen als zuverlässige Quellen empfohlen werden sollen. Wenn das keine Zensur ist, wenn das keinen Versuch darstellt, den Raum für Meinungsausdruck einzuengen, dann verstehe ich wohl nicht viel von diesem Leben.